Dem passieren wohl öfters Unfälle. Ja. Tonis Das Zimmer. ist Tonis Zimmer, die Höhle des Löwen oder besser die Natterngrube. Oh. Oh. Was ist das? Ein Fallbeil, damit ich nicht in ihr Zimmer gehe? Mann, die Frau ist gestört. Ich frage mich ernsthaft, warum ich jemals mit ihr zusammen war. Heftige Memo. Bleib gefälligst aus meinem Zimmer raus. Da hast du nichts mehr drin verloren. Was bildet Toni sich ein? Als hätte ich nichts anderes zu tun, als in ihren Sachen rumzuwühlen. Wahrscheinlich genau das. Gehen wir jetzt hier runter oder erst raus? Gehen wir runter. Ich weiß Ihm nicht. noch so viele Zettel. Wow. 1, 2, 3 sehe ich. Naja, ich kann mich da schon gar nicht mehr dran erinnern, ey. Nervige Memo. Du sollst nicht auf der Couch essen. Ständig finde ich Essensreste in den Ritzen. Na und? Ist doch gut. Moment, Essensreste in den Ritzen. Vollgekrümeltes Sofa. Das sieht aber auch ganz schick hier aus eigentlich, ne? Naja. Ja, also ich meine, schöner Zeichenstil und alles. Also Ach so. das haben die richtig drauf. Ja. Dann gucken wir Die mal. gute alte Couch. Schade, dass im Fluchtapparat kein Platz mehr dafür ist. Hier kamen mir immer die besten Einfälle. Außerdem findet man immer ein paar Essensreste in den Ritzen. Dann gucken wir noch mal, ob wir damit finden. Da sind scheinbar noch ein paar Wasabi-Nüsse in den Ritzen. Aber ohne Behälter sammle ich die jetzt nicht auf. Das heißt, wir brauchen Behälter. Wir haben ja Behälter. Drei Zettel. Altöldose, oder was meinst du mit Ja. Behälter? Versuchen wir es mal. Altöldose. Da sind schon genug Ölflecken drauf. Vielleicht das Öl erstmal loswerden. Stimmt, da war irgendwas. Was haben wir hier? Ofen kann man nur aufmachen anscheinend. Da ist das Sofa. Mantel. Vor Tonis Haus. Gucken wir uns die Memos noch durch. Ja. Mistige Memo. Ui. Mach endlich den Abwasch. Der macht sich nicht von alleine. Ich lasse es mal drauf ankommen. Der ist wie ich. Ja. Schön, dass du es einsiehst. Was haben wir da? Topf, eine Gabel, Topf, eine Spüle. Ich sehe gar nicht ein, warum ich den Abwasch machen soll. Toni hat darin viel mehr Übung. Ich sehe gar nicht ein, warum ich den Abwasch machen soll. Toni hat darin viel mehr Ach Übung. so. Ja gut, dann sagt er da also dasselbe. Wahrscheinlich bei der Gabel Ich auch. sehe gar nicht ein, warum ich den... Ja. Toni hat darin viel mehr Übung. Na gut. Und das mitnehmen. Gabel nehmen. Geht sogar. Topf Den nehmen. Topf nehmen. Ups. Spülen. Spüle nehmen. Boah, was für eine Plörre. Okay. Lecker. Ja. Und guck mal, die mir zickige Memo. Du hast schon wieder mein ganzes Essen verputzt. Stattdessen finde ich ständig irgendwelchen Müll von dir im Kühlschrank. Was ist eigentlich mit dir kaputt? Ich verstehe die Frage nicht. Ob ich da Geschenk. Proviant für meine Reise finde? Gucken wir noch mal rein. Eine Socke. Wie ist die da bloß hingekommen? Was ein Chaot. Du würdest mich erschlagen, wenn ich eine Socke im Ofen, im Kühlschrank liegen Ja. lasse, wa? Ich könnte dich ja schon dafür erschlagen, dass du öfter mal leere Wurstpackungen in den Kühlschrank lässt. Ich habe noch nie eine leere Doch. Wurstpackung. Habe ich nicht. Oder du hast sie wieder reingepackt. Du bist eine Märchentante, bist du. Nee, 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 nee. Gucken wir uns mal den Mantel an. Was Diese tue ich? Mäntel sind super. Unglaublich, wie viel Zeug in die Taschen passt. Ich schau mal nach, ob ich was Nützliches in den Taschen finde. Hey, da war tatsächlich was drin. Eine Socke. Cool. Guck mal, da war ja schon mal zwei, wa? Jo, wir haben zwei Socken. Mehr ist wohl nicht zu holen. Reicht ja auch. Krä. Haben wir denn da jetzt? Eine gelbe Socke? Eine Socke habe ich schon mal. Aber ich brauche ein paar. Ich will ja nicht wie ein Idiot rumlaufen.
wenn ich nach Elysium komme. Eine Socke habe ich schon mal, aber ich brauche ein paar. Ich will ja nicht wie ein Idiot. Was ist denn? Moment, ich muss mal eben gucken, was haben wir da? Das ist die Liste. Ja. Was haben wir denn jetzt schon? Wir haben bisher nur den Seitenschneider, ne? Ja, ich kann mich aber ganz dunkel dran erinnern. Warte mal, hatten wir Waschpulver? Ja, ne? Ja. Aber wie kriegten wir nochmal den Ofen an? Doch, den Ofen weiß ich. Ein Haufen Zettel. Ich könnte die Zettel einfach unleserlich machen. Aber wozu? Ich lese sie ja eh nicht. Ich glaube, den hier rein. Die Zettel. Das kann sein. Und rein damit. Nee, wir mussten, glaube ich... Erstmal den Pott voll Wasser machen? Ich meine ja... Da rein. Knöpfchen drücken. Genau. Sie plörre da drin und wir nehmen es wieder mit. Ja, und dann auf den Herd stellen. Topf mit Wasser. Da soll Toni noch mal sagen, ich tue nicht genug für den Haushalt. Auf so. Den Herd, genau. Herdplatte. Dann Waschpulver und Socken. Da soll Toni noch mal sagen, ich tue nicht genug für den Haushalt. Achso, das haben wir ja schon. War das so? Socken auch rein? Ja. Ich bin zwar kein Experte, aber ich glaube, das ist tatsächlich Kochwäsche. Aber da fehlt noch was. Waschdingensmittel. Waschdingensmittel? Was ist denn da? Waschmittel. So, muss ich beide Socken da reinpacken? Da soll Toni nochmal sagen, ich... Achso, da sagt er immer dasselbe. Ich bin zwar kein Experte, aber ich glaube, das ist tatsächlich Kochwäsche. So, die auch rein. Aber wie kriegt man jetzt den Ofen an? Dafür haben wir den hier. Ah, das stimmt, ja. Fupp. Man kann den Ofen wieder zumachen, damit es nicht so gefährlich ist. Da soll Toni nochmal sagen, ich tue nicht genug für den Haushalt. Ich glaube, mit der Gabel kannst du die Socken hinterher wieder rausfischen, ne? Autsch! Verdammt, das ist ja heiß. Ach nee. Versuch das mal mit der Gabel. Na, holla! Die Socke hat sich verfärbt. Wer hätte das gedacht? Aber wo ist die andere? Klarer Fall von subtraktiver Farbmischung. Was? Als hätte eine grüne Socke. Toll! Wo ist die zweite? Ganz grüßte. Warte mal. Und die Gabel ist jetzt weg, ne? Komm, die Gabel ist weg, ne? Das Öl auskippen? Weiß ich jetzt gar nicht, ob das ging. Ich versuch's mal. Und weg damit! Und jetzt kannst du das Glas die... Oh, ich habe... Man kann immer noch das ranzige Öl riechen. Stimmt. Vielleicht können wir da jetzt die Nüsse holen. Das könnte sein. Da sind scheinbar noch ein paar Wasabi-Nüsse in den Ritzen. Ich schätze, die sind noch gut als Reiseproviant. Oho. Ich sollte sparsam mit meinem Proviant umgehen. Die Reise wird lang. So, was haben wir jetzt? Jetzt haben wir den Proviant und den Seitenschneider. Und hier fehlt noch das Paar Socken. Hier kommen wir noch raus, ne? Gehen wir da erstmal hin. Nein, ich habe noch nicht zu Ende gepackt. Nach. Blöd, Mann. Also wieder nach oben. Diese Zahnbürste, ne? Obwohl, ist da nicht noch ein loses Brett da? Die Kammer geht nicht mehr auf, seit die Klinke fort ist. Toni war sauer, aber ich brauchte das Ding für die Luke meines Ort-zu-Ort-Transporters. Der Apparat war schon instabil genug, ohne dass da Fliegen reinspazieren konnten. Versuch mal mit dem Pömpel. Das könnte nützlich werden. Toll, Pömpel auch wieder weg. Ja, genau wie die Gabel. Mauseloch. Die Maus ist schon vor langer Zeit abgehauen. Was nicht heißt, dass ihr Plan besser war als meiner. Okay. Mauseloch mal reingreifen.
Da stecke ich meine Hand garantiert nicht nochmal rein. Hey, du Sack. Oh, wir haben eine Maus. Die Maus ist schon vor langer Zeit abgehauen. Was nicht? Diese Zahnbürste, ne? Dieses Gepiepe davon. Gib mir auf den Zeiger. So, wo kommen wir jetzt noch? Jetzt gehen wir erstmal hier zum Hintertod. Nein, ich habe noch nicht zu Ende gepackt. Und die Zahnbürste vielleicht mit der Mausfalle fangen? Ohne den richtigen Köder wird das wohl nichts. Ach so, Moment. Mit Proviant. Jetzt kann das Mistvieh was erleben. Falle mit Köder. Jetzt kann das Mistvieh was erleben. In die Dumme. Put, 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 komm zu Papa. Ha, hab sie. Die wird ganz schön leiden beim nächsten Zähneputzen. Kann ich mir vorstellen. Die hat auch schon mal bessere Zeiten erlebt. Ah, jetzt haben wir schon Proviant, Seitenschneider, Zahnbürste, Socke. Uns fehlt aber noch eine Socke. Da haben wir oben noch nicht alles gesehen. Das wäre jetzt, versuche ich jetzt auf jeden Fall nochmal. Ah, Moment, man kann sich doch mit der Leertaste, glaube ich, anzeigen lassen. Ah, guck an, da mit der wenn man die Leertaste gedrückt hält, dann sieht man hier die ganzen Einblendungen, wo man was anklicken kann. Nicht Kissen? Schlafen kann ich immer noch, wenn ich tot bin. Oder wenn ich es überlebe und mit gebrochenen Beinen ans Bett gefesselt bin. Nanu, da lag ja eine Socke drunter. Das erklärt, warum ich in letzter Zeit immer nur Käse geträumt habe. Wie ist die da bloß hingekommen? Wer fragt sich echt, wo die ganzen Sachen immer her, wie die da hingekommen sind. Nein, was muss er da wohl hingelegt haben? So, jetzt alles, ne? Ich glaube ja, wir haben Sockenpaar, Seitenschneider. Ja, wir haben alle. Können also unseren Koffer packen, wa? Ach, muss ich die jetzt da reinziehen, oder? Wahrscheinlich. Socken? Check. Ah. Seitenschneider, warum auch immer, check. Blöd, was. Proviant, check. Und Zahnbürste, check. Zahnbürste, check. Hm, ich scheine alles zu haben. Er lässt sich nicht mehr schließen. Irgendwas muss ich wohl wieder auspacken. Aber was? Was bräuchte ich denn nicht? Den Seitenschneider. Die Zahnbürste. So viel Platz nimmt das nun auch wieder nicht weg. Socken brauche ich auch nicht. So viel Platz nimmt das nun auch wieder nicht weg. So viel Platz nimmt das nun auch wieder nicht weg. Ja, war klar, Seitenschneider. Mit diesem Monstrum im Gepäck bekomme ich den Koffer niemals zu. Wo ich hingehe, brauche ich keinen Seitenschneider. Was hatte der überhaupt auf der Liste verloren? Jetzt passt es. Ja. Dann kann's ja losgehen. Autsch! Das gibt eine Zerrung. Hey Rufus, spar dir die Kraft für den unvermeidlichen Sturz in die Tiefe. Und du, Wenzel, spar dir den Sarkasmus für jemanden, der schlechter vorbereitet ist. Ich habe dieses Mal alles berechnet. Das wird ein Spaziergang. Das hast du das letzte Mal auch gesagt. Und wir haben Tage gebraucht, um den Kaktus aus deinem Ohr zu entfernen. Schrott von gestern. Dieses Mal wird alles klappen. Und wenn mir schließlich eine elysianische Orbit-Elfe den Nacken massiert, werde ich einen Augenblick innehalten und über dich lachen. Nur zu. Kann ich dann deine Sachen haben? Na klar, bedien dich. Als würde es auf diesem Müllhaufen auch nur irgendwas von Wert geben. Es wird wirklich Zeit, all das hinter mir zu lassen. Super. Ich hoffe, du hast daran gedacht, die Harpune zu kalibrieren. Mach ich noch, sobald ich die Sachen in der Kapsel verstaut habe. Na dann sieh zu. Du weißt doch, wie exakt der Organon seine Fahrpläne einhält. Aha. Müssten wir jetzt also unseren Plan, unseren Fluchtplan vervollständigen. So, was haben wir denn da alles? Wenzel. Fernglas?
Das ist wieder Tonis Haus, wo wir gerade herkamen. Oder? Schraubenschlüssel. So. Lunte. Oh je. Nochmal Lunte. Bedienungstafel. Harpune. Was ist denn hier unten los? Ja. Ein Krawall. Koffer. Unser Koffer. Kapseltür. Der Aszendator. Mein Meisterwerk. Ich habe sehr lange daran gearbeitet. Bestimmt seit Montag. Aszendator. Aha. Was haben wir da? Kapseltür zum Schließen. Was haben wir hier? Ein Sitz. Staufach. Moment, Staufach, da können wir doch bestimmen. Welche Bakterie drin. So, und wohin jetzt damit? Mist, die Batterie besetzt das Staufach. Na. Irgendwie muss ich Platz für meinen Koffer schaffen. Mach doch den Sitz raus und setz dich auf den Koffer. Ja, Moment, erstmal Batterie. So, und nun?